Ja, mit der Funktion ersetzen können wir Text durchsuchen und dann durch bestimmte andere Buchstaben, Wörter, was auch immer ersetzen. Man wählt hier einfach diese Funktion an, die ist unter Start bearbeiten zu finden und hier haben wir ersetzen. Falls das Word etwas oder der Word-Bildschirm etwas kleiner, gestauchter ist, dann schaut es eben so aus, dass wir hier nur noch ein Bearbeiten-Symbol haben. Dann klickt man hier eben auf den Pfeil hier unten und schon haben wir hier wieder die Funktion ersetzen. So, was könnte ich denn hier ersetzen? Ich habe jetzt hier einfach mal Blindtext eingegeben und merke, dass hier Hochkommata verwendet wurden und ich würde hier gern Anführungszeichen verwenden. Hier fällt allerdings auf, dass wir hier so einen Fall haben, hier unten auch und hier ebenfalls. Also jetzt müsste ich in den Text jedes Mal hin löschen, einfügen. Geht aber auch ganz anders. Nämlich mit der Funktion ersetzen. Ich suche einfach nach dem Hochkomma, da war es noch von vorne drin, und ersetze es durch ein Anführungszeichen. So, dann kann ich gleich sagen, alle ersetzen oder ich ersetze es Schritt für Schritt. Ja, also ich kann jetzt hier sagen, ersetzen. Er springt dann zur markierten Stelle. Und ersetzt dann, wenn man hier entsprechend weiterklickt, also jetzt springt das Ganze nach unten, dann sage ich ersetzen, ersetze durch Anführungszeichen und dann wieder ersetzen. Oder ich sage gleich einfach alle ersetzen, dann sehe ich auch, wie viele Ersetzungen er vorgenommen hat und sage okay. So, damit habe ich jetzt alle Hochkommata durch Anführungszeichen ersetzt. Jetzt kann es auch sein, dass ich vielleicht noch einen alten Text habe. Da ist noch das mit scharfem S geschrieben. Da könnte ich auch hergehen und sagen, ersetzen. Wir suchen nach einem alten das und ersetzen durch diese Schreibweise. Und dann sagen wir gleich, alle ersetzen. Man sieht hier, es wurde automatisch ersetzt. Es kann sein, dass Word jetzt fragt, dass also vor dieser Ersetzung praktisch noch nicht gesucht wurde und ob er jetzt von Anfang an dieses Dokument nochmal durchforsten soll, kann man sagen ja. Und hier kommt dann ebenfalls die Meldung, wenn oben nichts mehr zu finden ist, dass eben der Suchvorgang abgeschlossen ist und wie viele Ersetzungen vorgenommen worden sind.